So, die Veranstaltung ist noch im Gange, aber der größte Teil ist schon vorbei. Wie sind deine Eindrücke von dieser Veranstaltung? Ja, ich bin sehr begeistert. Es sind sehr viele Leute gekommen, die sind aus ganz unterschiedlichen Ecken aus Deutschland gekommen, viele aus Berlin natürlich auch. Und wir hatten heute 11 Regionen, also 11 Bundesländer eigentlich, Menschen aus Besucher aus 11 Bundesländern. Wir hatten mehr als 25 Organisationen, die sich präsentiert haben. Ja, die Staatsministerin für Kultur und Medien war hier. Es waren viele Politiker hier, Vertreter der unterschiedlichen Fraktionen. Ich glaube, wir sind sehr gut ins Gespräch zu kommen. Wir haben gezeigt, dass wir miteinander reden können und wir sollten es auch fortsetzen. Und viele haben sich auch diesen Format weiterhin gewünscht. Das ist der beste Lob, den wir uns als Organisatoren zuschreiben können. Wir sind sehr dankbar Heinrich Zertig, dass er diese Schirmherrschaft übernommen hat und dass diese Veranstaltung zu so einem Erfolg geworden ist. Und jetzt haben wir das Kulturprogramm. Es sind wieder sehr, sehr viele Künstler, sehr viele talentierte junge Leute mit dabei. Und ich glaube, das ist ein Erfolg und lade Sie heute schon ein, sowohl die Festivals zu besuchen, die wir machen, aber hoffentlich auch so eine Veranstaltung im nächsten Jahr. Es war sehr hochrangig, das heißt, es waren auch sehr viele Bundestagsabgeordnete, ich glaube 3 an der Zahl. Und es waren auch alle Parteien, oder praktisch alle. Fast alle Parteien. Fast alle Parteien. Es sind ja viele, die sich bewerben um die Bundestagswahl. Wie habt ihr es geschafft, so viele Parteien an einen Tisch zu bringen? Ja, das ist in der Tat keine einfache Aufgabe, denn gerade in dem Wahlkampf müsste man schauen sozusagen. Aber ich glaube, das ist nur deswegen, weil wir kontinuierliche Arbeit machen, tagtäglich, weil es viele Menschen gibt, die diese Arbeit interessiert und weil wir tatsächlich in unserer Arbeit als Verbände überparteilich sind. Und das ist das, was wir eigentlich hier auch an die Tagesordnung legen. Und ich glaube, die sind einfach gerne bei uns. Sie wissen, dass wir hier sozusagen niemanden irgendwie etwas sagen wollen, was nicht stimmt oder ähnlich. Wir wollen ehrlich miteinander umgehen und alle, die ehrlich mit uns umgehen wollen, waren auch hier. Welche Rolle spielen solche Veranstaltungen, um die Menschen, also die Vielfältigkeit und die Breite der Deutschen aus Russland zu zeigen? Ich glaube, dass solche Veranstaltungen wichtig sind, weil man einfach zusammenkommt auch. Es gibt einfach nicht viele Möglichkeiten, solche Formate zu erleben. Und ich glaube, hier wird nochmal gezeigt, wofür die Deutschen aus Russland stehen, was sie ausmacht und dass sie tatsächlich weltoffene, friedliche und tolerante Menschen sind, die auch in dieser Gesellschaft leben möchten, bleiben möchten und natürlich auch mitfiebern, was in dieser Gesellschaft passiert in unserem Land. Und deshalb denke ich, dass es ganz wichtig ist, solche Veranstaltungen zu machen und solche Formate auch innovativ zu gestalten. Und ich glaube, heute hat die ganze Sache nochmal gezeigt, dass es tatsächlich ankommt auch.